Einen schönen guten Tag. Dieses Video heißt Effektivstromstärke. In diesem Video werde ich die Effektivstromstärke bei Wechselspannung als Funktion der Amplitude des Stroms darstellen. Also I-Effektiv wird als Funktion von Imax dargestellt. Wir nehmen an, dass wir eine harmonische Wechselspannung haben. Ich trage hier auf der Abszisse die Zeit ab. Und die Zeit in Einheiten von Perioden auf der Ordinate wird die Stromstärke eingetragen. Bei der Wechselspannung ändert sich die Stromstärke sinusförmig. Die Aufgabe besteht jetzt darin, die Stromstärke zu finden, die ein Messgerät anzeigt, die sogenannte effektive Stromstärke. Das heißt, eine konstante Stromstärke, die die gleiche Leistung liefert, wie unsere laufend wechselnde Stromstärke bei der Wechselspannung. Bekanntlich lässt sich die Leistung P. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com